Schönen guten Tag, moin moin, liebe Zuschauer, wieder dabei bei Let's Play Minecraft. Wo wir gerade sehen, da drüben ist irgendwie so ein Zombie-Pigman tatsächlich in unserer Hütte gespawnt. Ich hoffe mal, da macht er nichts kaputt. Eigentlich will ich nicht, dass solche komischen Besucher hier unser Dorf besuchen. Im Zweifel nachher noch auf die Dorfeinwohner oder so losgehen. Brutalerweise. Leder, oh, wir haben schon richtig viel Leder. Wir können gut viele Lederbücher, also Bücher craften, verzaubern und miteinander kombinieren und dann alles irgendwie verbessern. Alles. Aber mit einer ist ein bisschen wenig, ne? Ich nehme nochmal eine einfache mit. Denn ich hatte ja gesagt in dieser Folge, wir gehen nochmal in die Schlucht. Das sind ja noch so ein paar schöne Bereiche, die wir, finde ich, erforschen können. Was mir leider immer noch fehlt, ist, vielleicht testen wir das jetzt einfach, wir können ja ein paar mehr Äxte machen. Irgendwann muss es doch einen mit Glück geben, oder? Ganz neue Geräusche hier. Sag mal. So, wir können zumindest einmal auf Level 3 verzaubern. Level 30 meine ich natürlich. Effizient, Effizienz. Auch alles nur Effizienz. Schärfe, Schärfe. Ja, das machen wir aber auch erst auf den Diamant. Tatsächlich ein Creeper auf unserer Sonnenterrasse. Ich hasse Creeper auf der Sonnenterrasse. Muss schön ein bisschen Abstand von der Wand halten, nicht, dass auf einmal in die Luft geht. Und der hat tatsächlich nur Effizienz gekriegt. Haltbarkeit, Effizienz 2. Glück 2, yes, immerhin. Haltbarkeit 3, Effizienz 3, dies für Diamanten. Na, die hat nur Effizienz 2 gekriegt. Ja, ich meine, ich glaube, es lohnt echt nur auf Level 3 die Spitzhacken zu verzaubern. Das heißt, wir lassen die eine mal hier, die wir nicht brauchen gerade. Jetzt haben wir echt ohne Ende Netherziegel. Das wollen wir auch nicht mitnehmen. Können das hier noch mal rausholen, was so drin liegt. Bringen das hier drüben hin oder wir holen uns hier einfach noch mal ein bisschen. Machen mal die ganzen voll in der Zeit, wo wir mal weg sind. Da wir nicht so weit weg sind, hoffe ich, dass es weiterläuft. Man kann hier die normalen Ziegel rein und diese Gebau-Bauziegel. Davon werden wir auch irgendwann mal eine Hütte bauen. Stimmt. Keine Kohle mehr. Hier ist auch keine Kohle drin. Hier ist noch Fleisch, was wir gerade nicht brauchen. Dann packen wir hier jetzt auch noch ein bisschen was rein. Und hier packen wir auch noch wieder was rein. So, das kommt schnell weg. Fleisch. Keine richtige Essensbox. Müssen wir uns nochmal machen, weil Gold wollen wir auch nicht mit rüber schleppen. Wir holen ja jetzt eher Neues. Ja, Fleisch essen wir gleich auf. Denn ich würde sagen, wir gehen nochmal in die Schlucht. Gab ja noch so ein paar spannende Teile da auf dem Boden der Schlucht, finde ich, wo wir noch ein bisschen weiter graben können. Wir haben jetzt eine Glück 2 immerhin. Oh, schon wieder ein Enderman. Alter, der hat eine Perle getroffen, wie geil.
Na, Kohle nehmen wir mit, wenn wir ein größeres Reservoir hier noch finden. So geht das. Mit unserer Effizienzhacke geht das auch schnell. Jetzt will ich mal gucken, wie schnell wir, wenn wir hier so ein bisschen Rohstoffe einfach farmen, wie schnell wir nicht wieder auf 30 kommen, ob das nicht im Nether doch irgendwie ein bisschen zu gefährlich ist. Ich glaube, wir haben noch Hammer für Eisen hier geschmolzen, oder? Wir haben kein Überlebenswasser mitgenommen. Tut mir ja leid. Ist zum Glück nicht ganz so weit weg. Zum Glück waren wir noch nicht ganz unten, dass mir das gerade jetzt noch aufgefallen ist. So, nur aber nach unten. Mit kleiner Verzögerung. Aber jetzt geht's los. Wir werden nochmal sehen, ich glaube das Eisen, wir haben viel zu viel Eisen auf Tasche, das will ich nicht mit runterschleppen, wir wollen jeden Stack frei haben. Da können wir besser mal die beiden hier vollfüllen. Holz brauchen wir auch nicht so viel. Höchstens ein zur Sicherheit. Ja, Erde, Bruchstein kriegen wir eh wieder. Weizenkörner, das ist ja total schwachsinnig. Hier ist unsere Glückshacke, die wir benutzen, wenn wir Diamanten finden. Hoffen wir mal, dass wir jetzt unsere Diamantenproduktion mal ein bisschen beschleunigen können. Okay, da ist eine Spinne, wo wir längs wollen. Die war ja schnell tot. So, genau hier haben wir nämlich angefangen weiter zu graben. Und da sind wir beim letzten Mal. Haben wir hier aufgehört zu gucken, was uns hier so erwartet. Ich glaube einiges. Wir haben keine neue Schaufel mitgenommen. Da kommen Creeper zu. Laufen die längs? Kann nicht, dass er von oben auf einmal kommt. Jo, Lapis Lazio. Und Lava, Lava, Lava. Aber sieht interessant aus. Schaufel. Komm, wir machen. Wir haben ein bisschen Holz mit. Warum nicht eigentlich immer so einen kleinen Crafting Table auf Tasche haben? Warum nicht gleich dahin tun, wo man ihn auch braucht? So, dann einmal Stöcke und wir haben überhaupt kein Eisen mitgenommen. Alter, jetzt rege ich mich gerade ein bisschen auf über unsere eigene Blödheit. Meine Blödheit vor allen Dingen. Oh, es tut mir leid. Jetzt können wir das alles nicht weggraben und kommen hier nicht weiter. Wir könnten hier nochmal gucken, ob irgendwas Spannendes kommt, außer Fledermäuse. Nur Kohle scheinbar. Die Quelle.
fliegen uns die Erfahrungspunkte auch nur so zu. Natürlich nicht besonders schnell. Ich möchte da unten eigentlich gerne hin. Hier noch mal ein bisschen weiter gucken. Das ist noch mal interessant. Lieber ein bisschen weiträumiger eingebaut, das Ganze. So, was ist das mit dem scheiß Wasser hier? Alter, da wären wir fast da reingelaufen. Ist Zombie so laut? Deswegen. Ich sehe Creeper. Ich sehe wieder Lapis Lazio, also hier können wir auch noch mal schön ein paar Erfahrungspunkte sammeln und ohne den blauen Stoff. Ne, das ist Kohle. Schön blöd. Da hinten ist doch schon wieder irgendwas. Oh, nur so ein eierner Zombie. Zombie. Zombie, 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 so weit. Ja, hier noch schön ein bisschen Eisen. Eisen. Nehmen wir mal mit alles. Ich wollte auch gerne wieder möglichst schnell auf Level 30 kommen. Ich habe immer noch keinen Dreier. Glück. Noch ab. Da drüben noch mal hin. Ist das auch nur Kohle? Nee, das ist nicht nur Kohle. Hier ist Gold. Das habe ich gerade gar nicht. Manchmal ist man ja echt blind, ne? So, erstmal weg mit Wasser.
Alter Mann. Creeper Freak. Macht einen ja nervös, wenn der da ist, ne? Da muss er denn hin? Das sind solche Penner, die sich dann immer schön in der Ecke verstecken. Er wollte oben längs, hier rum wahrscheinlich, hinten rum den Weg abschneiden. 100 Pro. Nur Eisen oder wie, aber ich glaube, unten könnte es auch mal den noch was Interessanteres geben. So, nehmen wir mal eine mit Effizienz 2. Tschüss. Ist mir auch egal, ich hau ihn wieder ab. Ich glaube, ich habe nichts zu holen. Das Eisen haben wir uns noch mitgenommen. Hoffnung, dass ich ab und an hätte der Kohle auf einmal noch mal eben so ein Diamantenfeld auftut. Scheint aber leider nicht der Fall zu sein. Aber hier waren wir noch nicht. So, doch, Gold noch. Das nehmen wir ja mit. So richtig viel Gold, auch Eisen. Das ist jetzt der, wo wir gerade eben waren. Das wirkt ja riesig hier schon wieder. Da ist noch ein bisschen Redstone, das bringt ja auch gute Erfahrung. Eisen. Und Diamanten gefunden. Schön. Würde ich sagen,
Haben wir das Ziel für diese Folge zumindest erreicht? Wir haben ein paar Diamanten gefunden. Holen uns jetzt hier nochmal gleich den Redstone und so weiter. Machen wir in der nächsten Folge, ne? Also, bis dann. Tschüss.